Hermann Oberth, die Weltraumfahrt. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Im Anhang ein kurzer Bericht über Willi Messerschmitt. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl. Ich stelle mir als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Hermann Oberth und die theoretischen Grundlagen der Weltraumfahrt. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hermann Oberth, zunächst zur Biografie. Hermann Julius Oberth wurde am 25. Juni 1894 in Hermannstadt in Siebenbürgen in Rumänien geboren und starb am 28. Dezember 1989 in Nürnberg mit 95 Jahren. Hermann Oberth war ein visionärer Pionier der Weltraumfahrt. Er berechnete die grundlegende Technik der Langstreckenraketen und bearbeitete viele Aspekte der Weltraumfahrt besonders kreativ. Hermann Oberth war Siebenbürger Sachse. Er wurde geboren in Hermannstadt und verbrachte seine Jugend in Schäßburg in Siebenbürgen. Als Jugendlicher war er fasziniert von der futuristischen Literatur von Jules Verne. Der Vater, Julius Oberth, war Arzt. Auf seinen Wunsch hin begann Hermann nach dem Abitur 1912 in München Medizin zu studieren. 1914 wurde Oberth in die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg eingezogen und an der Ostfront verwundet. Danach arbeitete er als Sanitätsfeldwebel im Lazarett in Schäßburg in Siebenbürgen. Kaum zu glauben, bereits 1917 entwarf er eine erste Flüssigrakete. 1918 heiratete Hermann Oberth Mathilde Hummel, mit der er 4 Kinder hatte. Nur 2 Kinder überlebten die folgenden Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Oberth setzte zwar das Medizinstudium fort, erkannte jedoch nach einer schweren Erkrankung, dass Medizin nicht seinen Neigungen entsprach. Daher begann er 1919 ein Studium der Physik an der Technischen Universität Klausenburg in Rumänien, später in München, Göttingen und Heidelberg. Hermann Oberths Dissertation 1923 war sein erstes Hauptwerk und sofort ein Erfolg, die Rakete zu den Planetenräumen. Seine Prämissen nahmen die Raumfahrt vorweg. Ein Zitat daraus: Beim heutigen Stand der Wissenschaft und Technik können Maschinen gebaut werden, die höher steigen als die Erdatmosphäre und eine Geschwindigkeit erreichen, mit der der Anziehungsbereich der Erde verlassen werden kann. Derartige Maschinen sind wahrscheinlich für Menschen ohne gesundheitliche Nachteile und unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen zu bauen. Hermann Oberth entwickelte in diesem Buch 1923 erstmals die Idee riesiger und steuerbarer Weltraumspiegel. Hier ein Modell von diesem aufgespannten Netz aus beweglichen Einzelspiegeln. Mit ihnen könnten das Erdklima und Naturkatastrophen günstig beeinflusst werden. Die Idee der Weltraumspiegel wurde 1978 von ihm technisch aktualisiert. Seit 2023 wird das Projekt als Teil des Climate Engineering weiterverfolgt. Das zweite Hauptwerk von Hermann Oberth mit nunmehr 429 Seiten war Wege zur Raumschifffahrt 1929. Hier im Bild zu sehen, laut Robert Hénaud-Pelletier, einem französischen Luftfahrtpionier, die Bibel der wissenschaftlichen Astronautik. Andere sahen das ebenso. Oberth stellte hier auch erstmals den Ionenantrieb für interplanetare Flüge vor.
Von 1923 bis 1938 arbeitete Hermann Oberth mit Unterbrechungen als Gymnasiallehrer in Siebenbürgen. Hermann Oberth wurde Mitglied in dem 1927 gegründeten Verein für Raumschifffahrt, hier der wilde Haufen von Raketenfreaks in voller Deckung, und knüpfte Kontakte zu anderen Raumfahrtpionieren wie Rudolf Nebel, Fritz von Opel, genannt Raketenfritz, Werner von Braun und vielen anderen. Die raketenbegeisterten Mitglieder führten 1928 weltweit die ersten Versuche mit Raketenautos durch, die von Feststoffraketen auf der Berliner AWUS angetrieben wurden und über 200 Stundenkilometer erreichten. Mehrfach wurden neue Rekorde aufgestellt. Im Opel-Museum in Rüsselsheim sind die weltweit ersten Raketenautos heute noch zu besichtigen. Es war naheliegend. Natürlich montierten sie 1928 auch Feststoffraketen auf ein rasendes Schienenfahrzeug, mit dem sie erneut bei Hannover auf gerader Strecke einen Weltrekord erzielten. 1929 schaffte die Truppe den ersten Flug eines raketenbestückten Flugzeugs, der auch gelang, jedoch in einer harten Landung mit Prellungen für den Testpiloten endete. Hier im Bild ein Nachbau dieses speziell angefertigten Segelflugzeuges, das mit zwei Feststoffraketen bestückt wurde. Ebenfalls 1929 lief der erste Raketenmotor mit Flüssigtreibstoff. Hermann Oberth nannte das Triebwerk nach seiner Form Kegeldüse, wie hier im Bild andeutungsweise zu sehen. Durch diese Form wird eine höhere Austrittsgeschwindigkeit der Gase erreicht und damit ein größerer Schub. Diese Triebwerksform wurde zum Vorbild für nachfolgende Raketenmotoren. Hier sind die riesigen Saturn-V-Motoren der Mondrakete im Bild zu sehen, neben ihrem Konstrukteur. Ebenfalls 1929 war Hermann Oberth wissenschaftlicher Berater bei Fritz Langs berühmtem Stummfilm Die Frau im Mond. Der Science-Fiction-Film über eine dramatische Reise zum Mond war damals technisch auf dem neuesten Stand. Seine mathematisch ausgefeilten Arbeiten und Konstruktionszeichnungen gehörten zur Grundlage für die erste Generation von deutschen Raketeningenieuren wie Werner von Braun, siehe Kapitel 9, Eugen Senger, Ernst Stuhlinger und vielen anderen. 1938 erhielt Hermann Oberth einen Forschungsauftrag von der TU Wien. Er arbeitete danach von 1940 bis 1943 unter einem Decknamen an der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Hier war er am V2-Raketenprogramm, aber nur am Rande beteiligt. Er wurde wegen seiner Bekanntheit und der vielen Auslandskontakte von den NS-Verantwortlichen aus Sicherheitsgründen bewusst kaltgestellt. Hermann Oberth kritisierte das V2-Programm als aufwendig und ineffektiv. Von 1943 an arbeitete er bei Wittenberg an einer ferngelenkten Feststoffrakete zur Flugabwehr. Nach dem Krieg musste die Familie aus Siebenbürgen flüchten. Der neue Wohnort wurde Feucht bei Nürnberg. 1948 arbeitete Hermann Oberth als wissenschaftlicher Gutachter in der Schweiz. Von 1950 bis 1953 entwickelte er für die italienische Marine eine Feststoffrakete. 1953 veröffentlichte Oberth sein neues Buch Menschen im Weltraum, in dem er seine Projekte auf den aktuellen technischen Stand brachte. Er publizierte auch neue Ideen wie elektrisch angetriebene Raumschiffe und ein auf dem Mond stationiertes elektromagnetisches Katapult für den Materialzusammenbau im dortigen Orbit. Die Objekte werden auf Schienen oder einer Magnetschwebebahn elektromagnetisch beschleunigt. Der notwendige Kraftaufwand ist wegen der schwachen Gravitation viel geringer als auf der Erde. 1954 und noch einmal 1961 arbeitete Hermann Oberth auf Empfehlung seines Schülers Werner von Braun in Amerika,
in der Raketenentwicklung. Hier dazu Bilder. Wir sehen hier in Amerika die beiden Raumfahrtpioniere auf dem Wege zur Realisierung ihrer Träume 8 Jahre vor der Mondlandung. Bei diesen Besuchen in Amerika erlebte Hermann Oberth die Verwirklichung seiner Visionen. Den Start von Apollo 11 zum Mond 1969 hier im Bild und das Abheben der ersten Raumfähre Space Shuttle 1981. Oberth hielt übrigens extraterrestrisches, entwickeltes Leben für wahrscheinlich und einzelne UFO-Sichtungen für real. Hermann Oberth ging 1962 mit 68 Jahren in den Ruhestand. Der Siebenbürger Sachse hatte nach dem Krieg seine Heimat verloren. Seine politische Grundeinstellung war konservativ und pro-deutsch. Hermann Oberth war Mitglied im Bund der Vertriebenen und für 2 Jahre in der damals neu gegründeten NPD. Historisch kann die damalige NPD als in großen Teilen bürgerliche nationale Partei eingestuft werden. Sie ist nicht zu vergleichen mit der Partei gleichen Namens, die sich Mitte der 1990er Jahre, also 30 Jahre später, indiskutabel radikalisiert hat. Zuletzt widmete sich Oberth abstrakten philosophischen Fragen. Er wurde mit zahlreichen zivilen und wissenschaftlichen Ehrungen ausgezeichnet, hier im Bild mit dem Bundesverdienstkreuz. Ein Mondkrater und ein Asteroid sind nach ihm benannt. In der Serie Star Trek 3 gibt es Raumschiffe der Oberth-Klasse. Zum Nachlass. Das älteste Weltraummuseum Europas besteht seit 1971 an Hermann Oberths Wohnort in Feucht bei Nürnberg. Die Tochter Erna Roth-Oberth war bei seiner Gründung eine treibende Kraft mit Hilfe der Hermann-Oberth-Gesellschaft. Diese Tochter, Erna Roth-Oberth, 1922 bis 2012, war Juristin und arbeitete den Nachlass des Vaters auf. Sein Sohn, Adolf Oberth, 1928 bis 2007, war Chemiker und assistierte seinem Vater. Viele Jahrzehnte arbeitete er, selber mit Preisen anerkannt, bei einer kalifornischen Raketenantriebsfirma. Hermann Oberth, nun noch etwas mehr zu seinem Werk und dessen Wirkung. Hermann Oberth war einer der ersten, der die theoretischen Prinzipien der Raumfahrt verband mit präzisen und umfassenden mathematischen Berechnungen und Konstruktionszeichnungen. Er inspirierte unzählige Raumfahrtpioniere in Deutschland und im Ausland. Vieles davon wurde seit den 1960er Jahren verwirklicht, anderes muss sich in der Zukunft erweisen. Zur Gewinnung erneuerbarer Energien entwickelte er 1947, 1953 und 1977, weit vor den aktuellen Diskussionen, Konzepte für Sonnenkraftwerke und Windkraftwerke, die den Jetstream nutzen sollten. Der Ionenantrieb. Hermann Oberth entwickelte neben Prinzipien für Flüssigkeits- und Feststoffraketen auch das Prinzip des Ionentriebwerks. Dieses nutzt den Rückstoß einer kleinen mitgeführten Treibstoffmenge, meistens Gase, die ionisiert werden und über ein elektrisches Feld mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen werden und damit einen schwachen Rückstoß erzeugen. Dieser ist zu schwach, um von der Erde zu starten. Jedoch im Dauerbetrieb als Sekundärtriebwerk im Vakuum des Weltalls möglich. Viele Kommunikationssatelliten nutzen den Ionenantrieb bereits zur Lagekorrektur. Raumsonden mit langen Missionen nutzen den Ionenantrieb als Sekundärtriebwerk. Erste praktische Versuche begannen seit den 1960er Jahren. Ionentriebwerke werden heute zunehmend angewandt. Das Mondauto. Hermann Oberth berechnete und plante 1953 ein sehr utopisch wirkendes, schnellfahrendes und über Spalten springendes Mondauto. Im Detail genau, das bisher nicht realisiert wurde. Hier eine Modellzeichnung und ein Vergleich zu realen Raumfahrtvehikeln.
So sehen die Mondautos bisher tatsächlich aus. Das hier ist der Mond Rover, das Mondauto der letzten Apollo-Mission, Apollo 17. Das ist eine sehr teure Konstruktion, insbesondere auch die Räder und das Fahrwerk, weil es sehr schwer ist, auf diesem fein pulverigen Mondstaub, dem Regolith, überhaupt fahren zu können. Die bisher unbemannten Mars-Missionen haben immerhin mehrere Erkundungsfahrzeuge auf den Mars gebracht, darunter diesen kleinen Mars-Rover Sojourner. Er ist natürlich schwer zu steuern und hat sich wieder einmal festgefahren. Hermann Oberth führte Berechnungen für erdnahe Raumstationen durch. Er plante auch Weltraumteleskope. Oberth durchdachte die Bedingungen für Langzeitraumflüge und plante Experimente in der Schwerelosigkeit bereits 1923. Er machte sich Gedanken über den Aufbau von Raumanzügen. Hier 1969 ein solcher real im Bild. Der Oberth-Effekt ist nach ihm benannt. Hermann Oberth beschrieb als erster das treibstoffsparende Swing-by-Manöver von Raumfahrzeugen an Himmelskörpern, hier in einer schönen Animation der NASA-Raumsonde Voyager 2 zu sehen. Dabei wird zu einem geeigneten Zeitpunkt dicht an einem Himmelskörper das Raketentriebwerk kurz gezündet, um unter Ausnutzung des Gravitationsfeldes zusätzlichen Schub zu erlangen. Auf diese Weise kann man die Geschwindigkeit erhöhen und übrigens auch verlangsamen, sowie die Fahrtrichtung ändern. Die Raumsonde Voyager 2 wird von der Erde aus gestartet und kann mit ihrer lila Flugbahn zu verfolgen vier unserer äußeren Planeten durch geschicktes Swing-by-Manöver besuchen, dabei Geschwindigkeit aufnehmen und in geeigneter Weise ihre Richtung ändern. Sie fliegt bis heute noch weiter. Die Raketen waren für Hermann Oberth bereits 1929 nur ein Mittel zum Zweck für eine Menschheit, die auf anderen Planeten siedelt. Erstaunlich viele der in den letzten Jahren gefundenen extrasolaren Planeten bieten tatsächlich erdähnliche Bedingungen für Leben. Hier im Bild künstlerisch dargestellt, ein real existierendes Beispiel. Ob wir aber eine bessere und schönere Heimat finden als die uns anvertraute Erde, das kann bezweifelt werden. Dieses wunderbare Bild vom Erdaufgang, vom Mond aus gesehen, von Apollo 8 geschossen, zeigt unsere blau-weiße Marmorkugel in der Schwärze des Weltalls und hat eine ikonenhafte Bedeutung für den Schutz von Umwelt und Klima. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Ingenieurstechnik und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Hermann Oberth, erfinderisch und visionär waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Willi Messerschmidt, Die Flugzeuge, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder. Willi Messerschmidt, zunächst zur Biografie. Wilhelm, genannt Willi Emil Messerschmidt, wurde am 26. Juni 1898 in Frankfurt geboren und starb am 15. September 1978 in München mit 80 Jahren. Er war ein kreativer Ingenieur und ein Planer und als Vorstandsvorsitzender der Messerschmitt AG auch ein Pionier der Luftfahrt. Ich stelle die Biografie von Willi Messerschmitt zunächst zurück, da er eine enge Kooperation mit dem NS-Regime aufwies, inklusive massenhafter Beschäftigung von Zwangsarbeitern in seinen Werken. Er hatte zwar Konflikte mit dem Regime und war seit 1942 von der Firmenleitung entbunden. Er nahm die Zwangsarbeit aber hin zur Produktionssteigerung. Nach dem heutigen Kenntnisstand kann Willi Messerschmitt kein Vorbild sein. Er plante und entwickelte richtungsweisende Flugzeugtypen wie die Me-109, den Standardjäger der Luftwaffe hier im Bild. Besonders zukunftsträchtig war das erste serienmäßige Strahlflugzeug, im Krieg allerdings als Düsenjäger Me-262,
hier bei einer Flugschau zu sehen. Willy Messerschmitt entwickelte nach dem Krieg zivile und später auch militärische Flugzeuge sowie Fertighäuser. Und er produzierte den bekannten Kabinenroller, entworfen von Fritz Fendt am Beginn des bundesdeutschen Wirtschaftswunders. Im Ganzen betrachtet ist seine Ingenieursleistung kreativ, innovativ und beachtlich. Die Messerschmitt AG musste auf politischen Druck hin, ab 1968 mit der Bölko-Gruppe und der Hamburger Flugzeugbau von Blohm fusionieren und bildet heute als MBB-Konzern eines der größten deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmen. Willy Messerschmitt war in der Bundesrepublik geachtet und erhielt hohe Ehrungen. Vielleicht kann zukünftig eine abgewogene Beurteilung der gesamten Lebensleistung möglich werden. Hier sind die Nachweise von Bildern und Literatur. Dr. Hans-Jürgen Alexi.